Moin und herzlich willkommen zu meinem allerersten Let's Play Fußballmanager 2013. Neben dem eigentlichen Let's Play werde ich euch auch noch jede Menge Tipps, Tricks und Hinweise zeigen, die euch das Leben als Manager wesentlich vereinfachen werden. Bevor ich hier gleich loslege, noch zwei Sachen. Ich benutze keinen Gameplay-Patch. Also das Spiel ist im 3D-Modus nicht manipuliert. Und ich habe den Datensatz für Polen installiert. Der beinhaltet originale Wappen, so wie ihr das daneben hier oben links neben meinem Wappen seht. Das ist eigentlich nicht dabei, sondern so ein Fake-Wappen. Hier habe ich das Originale drin. Das Ligasystem ist ein bisschen anders, beziehungsweise erweitert worden. Also die erste, zweite Liga ist eigentlich nur dabei. Aber die dritte Liga wurde noch hinzugefügt und das ist auch noch unterteilt in Nord, Süd, West und Ost. Wir spielen in der zweiten Liga. Wir sind im unteren Drittel eigentlich als 13. gelistet in der Mannschaftsstärke. Und warum habe ich Polen genommen, beziehungsweise den Verein in Polen? Ganz einfach, immer Deutschland zu nehmen. Also ein Verein in Deutschland ist ja irgendwie auch langweilig. Viele Let's Player benutzen deutsche Vereine. Selten auch mal englische, aber das war's auch schon. Und habe ich mir gedacht, ja, was kann denn noch schwierig sein? Und das wäre nämlich ein Außenseiterland. Ja, Polen hat im internationalen Geschäft oder polnische Vereine im internationalen Geschäft absolut nichts zu melden. Und habe ich mir gedacht, ja, das ist doch mal interessant zu sehen, wie ich vielleicht als ein einziger Verein, ja, wie soll ich sagen, das ganze Land, ist vielleicht zu übertrieben, aber die ganze Liga hochziehen kann. Ja, wenn man mal überlegt, ich schaue mal eben in die Statistik rein. Die erste Liga, da sind wir auch schon. Hier haben wir die Mannschaftsstärke des besten Vereins, haben wir hier 721, das ist der beste. Oder nee, gar nicht wahr, das ist der vierte. Hier, 741, das ist die beste Mannschaft in der Liga. Ja, dazu kommt noch, dass wir einen Champions League Qualifikationsplatz haben und dann noch zwei für die Europa League, zwei Plätze. Ja, und in den meisten Fällen wird das sowieso nichts mit der Qualifikation oder Europa League überhaupt, weil die einfach viel zu schlecht sind. Deswegen ist es sehr interessant zu sehen, wie ich den ganzen Laden hier mit hochziehen kann. Ich habe natürlich auch selber erstmal nichts zu melden, was europäische Spiele angeht. Aber wir werden sehen, was daraus wird. Ich habe schon vor ein paar Monaten den Versuch gestartet und es lief nicht schlecht. Ja, aber da muss man doch wirklich ein paar Seasons spielen, um da wirklich was zu reißen. Aber wenn man überlegt, vielleicht mal die 5-Jahres-Wertung, so, da sieht man Deutschland. Wenn man jetzt so einen deutschen Verein nehmen würde, ja, dann nimmt man zum Beispiel, was habe ich denn gesehen bei den Let's Plays? Zum Beispiel Kiel. Ja, da ist hier, weiß ich nicht, dritte, vierte Liga, weiß ich nicht. Du steigst auf, aber du kriegst auch, ja, im Vergleich sehr viel Geld für den Aufstieg, im Gegensatz in den polnischen Ligen. Nehmen wir mal an, du qualifizierst dich von der dritten Liga in die zweite Liga, dann kriegst du zum Beispiel 2 Millionen. Und wenn ich in die von der dritten Liga in die zweite Liga einsteigen würde, dann würde ich da vielleicht 1,5 kriegen oder 1 Million oder noch weniger. Ne? Das ist schon happy. Also man profitiert schon, wenn man hier oben steht. Und wenn man guckt, wo Polen ist, auf Platz 20. Ne? Also das ist sehr, sehr mau. Ja, da guckt man sich mal die Punkte für die Jahre an. Hier, guck mal. Letzte Saison 6,6 und dann vor 2 Jahren 4,5, 2,1, 5,0, 1,7. Also das ist sehr, sehr schwach. Ne? Wir können für dieses Jahr hier nichts reißen, beziehungsweise wir können da nicht mitwirken. Das müssen schon noch die Kollegen in der ersten Liga machen. Aber wir können da nicht viel anrichten. Ja, da müssen wir erstmal in die erste Liga aufsteigen und dann mal gucken. Natürlich Qualifikationsplätze kriegen. Aber das ist ja noch alles viel zu früh. Das ist der hauptsächliche Grund, warum ich so eine Außenseitermannschaft genommen habe. Weil das wirklich noch
extra Kick ist, ne? Das ganze Land noch mitzunehmen, weil Deutschland hat da Bayern, Dortmund, ne? Und dann hast du noch Leverkusen, Wolfsburg, ne? Die auch nicht schwach sind in diesem Spiel, Gladbach, ne? Und die sorgen dafür, dass Deutschland oben bleibt, aber Polen, ja, das Gurkenland hier hat ja wirklich keine vernünftige Truppe, um da wirklich was Zählbares rauszukriegen. Ja. Ich denke mal, ich habe so das Grobe gesagt. Ich würde mal sagen, wir fangen einfach mal an. Und zwar fangen wir mal hier mit dem Kalender an. Ach ja, nochmal ganz wichtiges. Ich habe schon mal vorgearbeitet. Ich habe da mal was vorbereitet. Und zwar hätte ich auch sehen müssen. Ich habe hier schon ein paar Spieler gesucht. Und die Formation ein bisschen, weil das kostet Zeit. Ich habe 1,5 Stunden gebraucht, um das hier einigermaßen in den Griff zu kriegen, wie ich mir das so vorgestellt habe. Ich werde euch alles zeigen, jeglichen Schritt, aber das sind so Sachen wie Regler hin und her schieben und hier und da, ne, das müsst ihr euch nicht reinziehen. Also ich werde euch das zeigen und dann werdet ihr das verstehen. Der erste Punkt ist, der ganz, ganz wichtig ist, keine Trainingslager aufmachen. Warum? Das ist folgendes. Wenn man zum Beispiel nach Dubai geht, ja, Dubai ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber wenn ihr zum Beispiel in die Türkei geht oder Spanien und so weiter, da habt ihr euch das Trainingslager bestellt, ja, fliegt ihr mal hin für 2 Wochen und dann lassen viele die 2 Wochen einfach durchlaufen, ne? Die Spieler gewinnen Fitness, weiß ich nicht, vielleicht habt ihr Schwerpunkt Taktik genommen oder sowas, ne? Da wird das ein bisschen unterstützt, aber es ist nix im Vergleich zu Freundschaftsspielen. Man kann während des Trainingslagers auch Trainingsspiele machen, aber das ist nicht dasselbe. Ja, man hat zwischendurch auch noch diese Trainingslager, dann ist man noch zusätzlich kaputt und die Spieler sind dann irgendwie platt und und. Deswegen effektiv auf die taktischen Mannschaft, wie nennt sich das nochmal? Ich schau mal eben, Teamtaktiken, so, ne? Da seht ihr hier relativ niedrig. Die kriegt ihr allein im Trainingslager nicht hoch. Also da muss man natürlich viele Freundschaftsspiele machen. Aber dadurch, dass ihr Freundschaftsspiele macht und der Clou dahinter ist, gegen gleichstarke oder stärkere, also nicht gegen irgendwelche Luftbomben, Spiele bestreiten, die ihr dann 9, 10, 12, 0, gewinnt, das macht keinen Sinn. Die Spieler werden nicht gefordert. Ja, und der Gegner ist eine reine Schießbude, ne? Das ist ja irgendwie nicht Sinn der ganzen Sache. Habe hier schon mal ein paar Spiele gemacht. Hier ist schon das erste Pokalspiel. Ja, hier habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6 Spiele. Reicht absolut. Ja, und die sind absolut gleich stark. Sogar etwas stärker. Sogar einer von denen ist sogar in der ersten Liga. Also, das wird schon gut. Ne? Das ist genau richtig. Und hier werden schon die Taktiken gefordert, vor allem die Abwehr, ja. Der Gegner kommt auch mal. Der Gegner muss noch mal, wir müssen noch mal grätschen, ja. Wir müssen das Spiel aufbauen. Ja, das wird alles gefördert. Das ist nämlich der ganze Sinn eines Freundschaftsspiels. Kleine Realität spielt man auch mal gegen einen Schießbudenverein, um erstmal in Schwung zu kommen, ne. Aber hier, im Spiel, ne, das ist alles virtuell. Das sieht natürlich ein bisschen anders aus. Und dadurch, dass wir ja relativ schwach sind, müssen wir natürlich mit anderen Sachen punkten. Und das wären natürlich so Sachen wie Teamtaktik, Frische, Moral und so weiter, ne? Also da muss man schon drauf achten. So, und der Rest, ja, das kennt ihr wahrscheinlich, die Saisoneröffnung, ne? Autogrammstunde, Laktattest, das ist so alles, ja, nicht unwichtig, ne, aber das kennt ihr schon alles. Aber so der Anfang, ne, hier Trainingslager, kein Trainingslager, sondern nur Freundschaftsspiele. So, als nächstes haben wir natürlich der Kern der ganzen Sache. Die erste Mannschaft. Ich habe sie schon so aufgestellt, wie ich die mehr oder weniger haben möchte. Also die Spieler sind noch nicht die, die ich haben möchte, die ich verpflichten möchte. Und die noch weggehen, die zeige ich euch gleich noch. Also ich ja, spiele hier mit einer Viererkette hinten. Ein Sechser, zwei Achter, ein Zehner und zwei Stürmer. Warum habe ich das so gemacht? Zwei Stürmer aus folgendem Grund. Wenn man in diesem Spiel, ist es ja schwer, einen Stürmer ständig zu bedienen. Ja, der steht vorne und ja, er muss aufs Tor schießen oder muss 1 gegen 1 gehen. Und in so einer,
in so einer Truppe, wo man wirklich zahlentechnisch, also jetzt von der Stärke unterlegen ist, dann ist es schon relativ, ne, da muss man relativ viel Glück haben, damit man da irgendwie ein paar Tore schießt. Deswegen, die zwei Stürmer ergänzen sich prima. Ich habe das schon ausprobiert. Wenn der eine den Ball hat, der eine Stürmer passt schön zum nächsten Stürmer, er ist frei, schießt ein Tor. Ne, das ist so die Idee dahinter. Ne, zwei Stürmer ist in diesem Spiel wunderbar. Klar, 4-3-3, ne, ist natürlich hochmodern, aber in diesem Spiel läuft das ein bisschen anders. Dahinter ein Zehner, also mal zwei Achter, wie ich gerade schon gesagt habe, und ein Sechser. Schön kompakt, ohne Außenspieler. Ich muss sagen, die Außenspieler, ja, ich meine, die zentralen Spieler, ne, die gehen automatisch auch mal nach außen. Also nur weil ich die jetzt hier hingestellt habe, heißt es das nicht, dass sie nur da bleiben, ne? Also die gehen auch nur automatisch nach außen, flanken auch mal, also das läuft schon alles, ne? So, dann habe ich einige, also viele Spieler bleiben nicht, also hier, Maka bleibt nicht. Also der hier, das ist ein guter Stürmer, aber der haut uns hier leider ab. Das steht, wo steht das hier? Hier, zukünftige Abgänge, ne? Hermes, das ist schon ein alter Sack. Ne, 37. Hier Marker, der Stürmer, den ich gerade gezeigt habe. Ist ein guter Stürmer, aber der geht leider. Ich habe nämlich mit zukünftigen Transfers, also bei den Anfangseinstellungen, habe ich mit zukünftigen Abgängen gemacht. Beziehungsweise Neuzugänge, weil es ja realistisch ist, ne? Wenn da schon was eingestellt ist, wenn Transfers schon klar sind, ne? Ist klar, dass sie dann in Wirklichkeit ja auch rüberkommen und nicht auf einmal wegbleiben. So, der nächste wäre Karol Tomczyk. Ja, wechselt leider auch, vereinslos, ja, soll dann halt gehen. Kabay, ja, auch schon ein bisschen älter. Und Paulista, Jean Paulista. Auch ein, ja, er hat halt, ja, eigentlich hat er gar nichts Vernünftiges, einfach nur alt. Aber das war's auch schon. Zugänge wären Borjanovic. Ach, älterer Verteidiger. Ja, auf den freue ich mich eigentlich. Der hat, ne, für seine 20 Jahre schon ein paar gute Stats. Ne, defensive Räume macht Räume eng. Da könnte man was mit anfangen. Und Tomasz Gorkiewicz. Ja. Weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Eigentlich nichts Vernünftiges. So. Machen wir aber weiter mit der ersten Mannschaft. So, kommen wir mal zu den ganz, ganz wichtiger Kern des Spiels. Die Taktik. Ich habe schon mal was vorbereitet. So, und zwar fangen wir mal hier an. Es gibt viele Gerüchte. Ja, in Foren, ja, hauptsächlich in Foren, wo gesagt wird, dass viele Einstellungen vertauscht sind. Also eine taktische Anweisung ist tatsächlich vertauscht. Kommen wir gleich noch zu. Aber der Rest ist in Ordnung. Also wenn ihr kurz macht, ist kurz. Wenn ihr lang macht, ist lang. Wenn ihr vorsichtig macht, ist vorsichtig. Wenn ihr riskant macht, ist riskant. Das gleiche ist mit hoch und niedrig. Das funktioniert alles. Also auch hier wurde angeblich gesagt, ja, macht ihr auf niedrig, habt ihr sozusagen 100% Einsatz und macht ihr auf 100, habt ihr 0. Aber 100 ist tatsächlich richtig. Abstöße habe ich auf 40. Dann habe ich die Abwehrreihe auf 68. Warum mir so eine komische Zahl 68? Ja, man hat oder ich habe ausprobiert, wie reagiert mein Team auf so und so eine Einstellung. Und nie hat sich das bewährt. Ne? Also 68 ist gut. Und das behalte ich auch. 68 bedeutet ja auch automatisch, die Mannschaft steht relativ hoch. Was bedeutet, oder das bedeutet, dass ich mit Abseitsfalle spiele. Warum mit Abseitsfalle? Ganz einfach, viele Situationen werden durch diese Abseitsfalle super unterbunden. Also jegliche lange Bälle, wenn die Teamtaktik vernünftig ist, ne, die laufen ins Abseits. Und das ist schon wieder eine abgewehrte Kontermöglichkeit oder Torschussmöglichkeit, ne? Also 68 mit Abseitsfalle. Also die stehen wirklich.